Hey und willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe vor kurzem eine Umfrage oder eher gesagt so eine Abstimmung oder eher so Fragen für euch hier auf YouTube mal gestellt. Und zwar geht es um die Fragen, würdest du eher? Und ja, da konntet ihr fleißig mal Fragen stellen, welche, was ich eher machen würde. Und ja, ich werde einfach jetzt mal einige Fragen vorlesen und dadurch, oder da eher gesagt, so eine versuchen, so eine, mich für eine Seite zu entscheiden. Und ich bin am überlegen, wenn es sehr viele Fragen sind, ob ich vielleicht zwei Teile draus machen werde, weil ich denke nicht, dass ich alle in ein Video packen werde. Und ja, da würde ich einfach sagen, sehen wir uns zur allerersten Frage wieder. So, und dann kommen wir schon zur allerersten Frage. Und zwar, würdest du eher alle Haustiere in SSU kaufen oder alle deine Haustiere verkaufen? Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar, zum einen, ich besitze gar nicht so viele Haustiere. Ich besitze, ich glaube, 2 oder 3 Hunde. Einen davon habe ich mir selber gekauft und die anderen habe ich halt alle von Stars selber geschenkt bekommen. Dann besitze ich eine Möwe, habe ich auch geschenkt bekommen. Die Spinne. Eine Katze. Ich besitze schon einige. Ich glaube, ich würde tatsächlich mit alle kaufen. Oh Gott, das ist so schwierig. Weil ich glaube, ohne Haustiere in Star Stable. Aber auf der anderen Seite halt RIP Star Coins, das stimmt. Okay, es ist nur eine Frage. Ich glaube, ich würde mir tatsächlich. Oh, es ist so heftig. Ich glaube. Ich würde es niemals im Echt machen, aber ich würde dann eventuell alle verkaufen. Und, ja, ich könnte niemals so viele Starcoins für Haustiere ausgeben, wenn ich die am Ende eh nicht alle benutzen kann. Und, ja, deswegen ist es zum Glück nur eine Frage und ich würde dann alle Haustiere verkaufen. Oder eher gesagt verschenken. Ich weiß gar nicht, ob man dafür Geld bekommt und, ja. So, die nächste Frage ist, würdest du eher nie mehr sehen können, also blind sein, oder nie mehr hören, also taub sein? Ich weiß nicht, ob das jetzt was mit SSO zu tun hat, aber ich glaube, ich meine, es wäre irgendwie voll lustig, mal blind durch Star Stable zu reiten und das allein nur durch das Hören herauszufinden, wo man ist. Das würde ich gerne mal irgendwie ausprobieren und deswegen würde ich gerne mal so einen Tag so mal versuchen, blind durch Star Stable zu reiten. Klar, andere Seite taub zu sein, ist eigentlich einfacher, weil man sieht trotzdem noch alles und ich würde trotzdem einfach sagen, einfach mal so blind durch Star Stable reiten, das würde mich gerne mal interessieren. So, die nächste Frage, würdest du 1 Million Star Coins bekommen oder ewig gesund sein? Dass dieses ewig gesund sein. Ich weiß auch nicht, wie das in Star Stable genau klappen soll. Ich sage jetzt einfach mal, vielleicht ewig gesund sein, dass meine Pferde vielleicht für immer gesund sind. Ich glaube, ich würde mir 1 Million Starcoins. Ich würde sie bekommen, weil ich meine, ich hätte 1 Million Starcoins. Ich kann mir so viel Steuerhilfe kaufen, wie ich will. Deswegen, ich kaufe mir dann 1 Million Starcoins. Weil, ich meine, das bezieht sich jetzt eher aufs SSO-Spielen. Deswegen, wenn es im Real Life wäre, wäre es natürlich mit ewig gesund bleiben. Aber das wüsste ich jetzt halt auch nicht, weil. Aber es geht ums Star Stable, deswegen sage ich 1 Million Starcoins bekommen. So, würdest du eher einen Oldenburger für 999 Starcoins kaufen oder ein altes jorvikisches Warmblut? Die Frage ist sehr einfach, denn es gibt tatsächlich ein Warmblut, was ich sehr gerne haben möchte. Und ja, handelt sich um ein altes Anfangspferd. Das gibt es tatsächlich noch zu kaufen. Und das würde ich gerne dann quasi in meinem Stall haben. Auch wenn das RIP Star Coins wären. Aber da würde ich mir eindeutig den Warmblut kaufen. Würdest du nie wieder SSO spielen oder nie wieder Quests machen können? Ich würde nie wieder Quests machen können, weil ich hasse Questen sowieso. Auch wenn es für Spieler-Level produktiv wäre, aber ich meine, ich hasse Questen. Ich skippe sowieso immer alles durch und deswegen würde ich dann nie wieder Questen können. Würdest du eher deinen Reitclub auflösen oder deine ganzen Freunde löschen, also die Freundesliste? Das ist echt heftig, da mir mein Reitclub sehr am Herzen liegt und da so viel Herzblut drin steckt. Auf der anderen Seite, ich habe Freunde, die ich auch ungern irgendwie löschen würde.
Das ist echt eine tricky Frage. Ich glaube, da eigentlich die meisten meiner Freunde sowieso im Club sind. Oh, das ist so heftig, ne? Ich würde tatsächlich meine Freundesliste entleeren, weil meine meisten Freunde sind dann entweder auf anderen Servern oder so. Auch wenn es weh tut, aber ich würde mich für die Freundesliste entscheiden. Würdest du lieber alle deine Pferde verkaufen oder alle deine Klamotten verkaufen? Ich würde eindeutig alle meine Klamotten verkaufen, weil ich habe sowieso die meisten nur geschenkt bekommen. Und ich meine, ich verdiene noch ein bisschen Jorvik-Schillinge. Und dadurch kann ich mir irgendwann sowieso neue Klamotten kaufen. Und die Pferde, hallo, man kann die Pferde nicht durch Starcoins ersetzen. Deswegen würde ich mich eindeutig für die Klamotten entscheiden. Würdest du eher alle Items, die du gekauft hast, verlieren oder alle deine Pferde verlieren? Das ist wieder das gleiche wie eigentlich vorhin. Wenn, dann würde ich alle meine Items verlieren und dann meine Pferde behalten. Oh, jetzt kommen einige Fragen. Würdest du eher alle deine Hasspferde kaufen oder würdest du eher jeden Spieler auf SSO Loser nennen? Ach, du Heilige. Ich glaube, ich würde, wenn, auf meinen Zweit-Account. Oha, das ist echt fies, weil ich kann keinen dann einfach so Loser nennen. Sowas sagt man sowieso nicht, aber auf meinem richtigen Hauptaccount würde ich sowas sowieso nicht machen. Aber ich glaube, eventuell würde ich dann entweder auf meinem zweiten Account alle Hasspferde kaufen. Und ja, ich glaube, ich würde das machen, weil ich habe ja sowieso nicht so viel Stylecoins und von daher bringt das ja eh nichts, wenn ich dann kann ich eh nicht so viele Pferde kaufen. Von daher würde ich auf meinem zweiten Account alle Hasspferde kaufen. Würdest du eher 50 mal 500, 50 mal 5000 Starcoins kaufen oder alle Pferde auf SSO kaufen? Da würde ich mir eindeutig diese 50 mal 5000, weil ich will sowieso nicht alle Pferde in Star Stable haben, weil manche interessieren mich halt echt nicht und manche sehen echt hässlich aus. Deswegen, nein, danke. Ich nehme lieber dann Antwort A. Oder ja, gesagt, die Frage A, so. Würdest du eher mit YouTube aufhören oder all dein Internet, was? Oder all dein Internet verkaufen, wenn man das so nennen kann? Also die Frage verstehe ich jetzt nicht. YouTube aufhören oder all dein Internet verkaufen? Ich verstehe jetzt die Frage nicht so richtig, weil wie kann man Internet verkaufen? Wie geht das? Also ich würde niemals mit YouTube auf. Also wer weiß, was jetzt noch auf mich zukommt. Aber ich habe auf jeden Fall nicht vor, mit YouTube aufzuhören. Deswegen zu der Frage kann ich jetzt, glaube ich, keine Antwort zu geben, leider. Und würde ich einfach sagen, gehen wir einfach schon zur nächsten Frage. Würdest du eher dein SSO-Account löschen oder eher die 5x5000 Starcoins kaufen? Eindeutig B. 5x5000 Starcoins kaufen, weil wieso sollte ich meinen Account löschen? Also das ist mit den Starcoins eindeutig besser. Und würdest du eher Leuten auf SSO sagen, dein Club hat einen hässlichen Namen oder deine Hasspferde verkaufen? Hasspferde, wenn verkaufen? Weil ich sag sowas nicht, dass der im Club scheiße ist. Wenn, dann denke ich mir sowas, aber ich meine, ich habe sowieso nur einen, glaube ich. Ich habe gar kein Hasspferd. Ich habe höchstens ein oder zwei Pferde, die ich nicht so gern reite. Aber da ich eh kein Hasspferd habe, kann ich auch keins verkaufen. Also, von daher. Würdest du eher von Epona nach Dunder laufen oder für Starcoins dorthin mit dem Transi fahren? Das mit Starcoins würde ich eher machen, weil. Hallo, laufen? Das mache ich lieber nicht. Nein, ich habe schon das einmal gemacht und nee, danke. Also die zwei Starcoins, das gebe ich mir. Würdest du eher alle deine Pferde verkaufen oder nie wieder Starcoins kaufen? Eindeutig nie wieder Starcoins kaufen, weil ich meine, wir haben sowieso Lifetime und da lohnt sich das ja. Weil ich meine, wir bekommen ja sowieso 100 Starcoins pro Woche. Und ja, ich kaufe mir sowieso nie Starcoins, von daher würde ich dann nie wieder Starcoins kaufen nehmen. Würdest du eher ein echtes Pferd kriegen oder ein Pferd deiner Wahl ein SSO? Ich würde ein echtes Pferd kriegen. Allerdings kommen sehr viele Kosten auf einen zu, aber ich meine, ein Pferd nach meiner Wahl ein SSO kann ich mir auch kaufen. Von daher, ich würde ein echtes Pferd haben wollen. Würdest du eher ein Pferd kaufen, was du nicht magst, oder einer Freundin entscheiden lassen, welches Pferd du kaufen musst? Das ist eine gute Frage.
Weil das ist echt schwierig, weil, sagen wir so, meine Freundin könnte nett sein und ein bisschen Herz haben und mir ein schönes Pferd kaufen, nicht da eins, was ich nicht mag. Allerdings könnte es auch sein, dass sie mir ein Pferd kauft, was ich überhaupt nicht haben will. Und dann hätte ich gleichzeitig auch ein Pferd, was ich nicht mag. Oder halt, was ich generell nicht mag und das dann kaufen. Das ist halt echt schwer. Aber ich glaube, ich würde das Schicksal meiner Freundin überlassen. Und ich hoffe einfach, sie wäre nett und kauft mir kein irgendwie böses. Ah, ich hoffe, sie kauft mir nichts, irgendwas, was ich nicht haben will. Deswegen würde ich einfach mal. Ich würde ihr vertrauen und sagen, B, dass sie mir ein Pferd kauft. Und, oh mein Gott. Würdest du eher alle Pferde SSO ausgelevelt in einem Stall haben oder alle auch Haustiere haben? Ich würde, wenn alle Haustiere haben, weil, was das Leveln betrifft, ich hasse es, wenn alle Pferde ausgelevelt im Stall sind. Dann denke ich mir halt so, ich habe die im Stall, aber ich kann nichts mehr mit denen machen. Ich mag es lieber, wenn noch so unausgelevelte Pferde im Stall stehen, dann weiß ich, dass ich mit denen was machen kann und, ja. Deswegen würde ich lieber alle Haustiere haben, hallo? Würdest du eher deinen Club auflösen oder deine anderen Freunde nicht aus dem Club verlieren? Wie gesagt, ich habe nicht allzu viele Freunde auf meiner Freundesliste, aber schon welche, die mir echt eng sind. Aber die meisten sind sowieso auf anderen Servern. What the hell? Auf anderen Servern und deswegen. Was ist das? Und deswegen würde ich tatsächlich dann meine Freundesliste entleeren, auch wenn es mir übelst schwer fallen würde. Vielleicht würde ich dann irgendwann die wieder einladen, aber keine Ahnung. Würdest du eher deine allerliebste, was würdest du eher dein allerliebstes Pferd SSO verkaufen oder 900 Starcoins kaufen? Eindeutig 900 Starcoins kaufen, weil mein echtes Lieblingspferd, nein, das könnte ich nicht. Ich würde niemals mein Pferd, was ich für Starcoins gekauft habe, verkaufen. Dann kaufe ich mir lieber noch Starcoins dazu und ja. So Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war jetzt von Würdest du eher Teil 1. Es wird auf jeden Fall noch ein Teil 2 dazu kommen, weil ich habe noch einige Fragen vor mir. Und ja, seid gespannt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Video und zum nächsten Teil wieder. Tschüss und bis bald. Ciao, ciao.